Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich angekommen. Und zwar an der Johannes-Thalbach-Sperre Obersee. Das ist die richtige Bezeichnung hierfür. Und ich lege jetzt hier los mit so einer mehr oder weniger kleinen Radtour und schaue vielleicht auch noch, was so das Umland hier zu bieten hat. Da oben fährt gerade ein ICE. Bemerkenswert, wie leise der ist. Naja, ich werde jetzt erstmal hier an dieser Eisenbahnbrücke längs fahren und dann drunter her, um zu sehen, was das Ganze hier noch so hergibt. Auf jeden Fall gibt es hier wohl noch einen zweiten Ablauf. Das müsste dann der Johannesbach sein, meines Wissens nach. Korrigiert mich, falls es nicht so ist. Ansonsten genießt doch einfach mit mir die Fahrt. Hier ist so ein kleiner Abzweig. Beschrieben steht hier nichts, aber runter Richtung Wasser ist immer gut, glaube ich. Ist ein schönes Fleckchen hier. Oh, die Sonne kommt durch. Dann sind die 8 Grad auch gleich wesentlich wärmer hier. Wobei, was haben wir heute? 2. März, glaube ich. Ja, ist ja 8 Grad okay. Das, was wir die letzten Tage hatten hier mit 20 Grad fast, war ja schon unnormal. Hier sind überall so kleine Zuläufe. Abzweige, die aber anscheinend immer wieder auf den Hauptweg zurückführen. Klasse. Rauffahren tue ich gleich. Jetzt erstmal die Runde. Das Ganze hier ähnelt schon ja, schönen Waldwegen. Auch wenn hier rechts natürlich direkt Wohnsiedlungen sind. Aber man darf nicht vergessen, wir sind mehr oder weniger in Bielefeld. Ist ja schließlich auch Stadt. Aber diese Vögel hier am Zwitschern alle. Die Wegbeschaffenheiten seht ihr. Zumindest die Hälfte ist immer gepflastert. Ja, bei diesem Schild muss ich doch erstmal stoppen. Ich hoffe, man kann das gut erkennen mit den Lichtverhältnissen. Miteinander geht mehr. Wenn nicht, füge ich hier noch mal ein Bild passend zu ein, wenn man das so nicht erkennen kann. Auch das hat doch seinen Charme. Die Weiden blühen schon ein bisschen. Selbst die Frösche sind schon aktiv. Auch hier wird ordentlich aufgeräumt. Platz für Neues schaffen, sagt man immer, ne? Aber wenn man so dran lang fährt, die sehen eigentlich alle recht gesund aus. Naja, irgendeinen Grund wird es haben. Es duftet auf jeden Fall gut nach dem frisch geschnittenen Holz. Hier hat man noch mal einen schönen Blick über den See und auch Richtung Eisenbahnbrücke. Und hier kommt die Seebrücke, ähnlich wie eine Ostsee, bloß ein bisschen kleiner, aber auch schick. Auch hier am Wegesrand immer so die Vogelwelten erklärt, was es hier alles gibt. Und für mich selber nochmal interessant, der Unterschied zwischen Kanadagans und Nilgans, weil bei den beiden vertue ich mich immer. Also die Nilgans ist eher die weiß-braune, wo dann die Kanadagans die schwarz-weiße ist. Hier noch ein paar mehr, wo auch der Kormoran drauf ist, den ich auch immer ganz gerne erwähne. Und meine Favoriten, die Reiherhennen. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich, wo ich das erste Mal gesagt habe, schon ja, mehr oder weniger loslachte wegen Reihern. Das hat ja bei uns in der Region eher den Begriff des Übergebens oder Erbrechens.
Dann gehen wir doch einmal Richtung Seebrücke. Auch hier, ähnlich wie am Emmerstausee, der Bachlauf direkt neben dem See. Ob das jetzt hier gerade künstlich angelegt wurde, glaube ich nicht, weil der Wall nur aussieht, als wenn er einmal abgemäht oder Wallheckenschere einmal drüber gegangen wurde. Ja, das sind dann Kanadagänse. Schwarz-weißer Kopf. Gerade nochmal gelesen und hoffentlich nicht bald wieder vergessen. Also hier jetzt oberhalb des Sees, so 50 bis 100 Meter, ist erstmal eine große Liegewiese mit Mülltonnen, was ich sehr schön finde. Und dann hier so Kinderspielplätze, eine Minigolfbahn. Und hinter diesem Fachwerkhaus zum See hin ist da nochmal so ein kleiner Beachclub. Also so ja, Sandflächen mit Liegestühlen. So ein bisschen, wie man es kennt. Hier hat sich ein Schwan gemütlich gemacht. Ich folge jetzt noch ein wenig diesem Bachlauf und schau mal, wo der hinführt. Also hier gibt es ein Geschäft für Tiernahrung, Leckermaul. Und die werben mit Fleischeslust. Ich hatte nur erst das Schild Fleischeslust gesehen und dachte, da ist ein großer Imbiss oder ähnliches. Aber nein, es ist für unsere Tierchen. Ach doch, Kaffeespezialitäten gibt es auch, sehe ich gerade. Na, fahren wir doch einmal rum und gucken. Ja, das ist wohl eher so ein Gourmetladen für Tiere. Und auf der gegenüberliegenden Seite kann man dann mit seinem Vierbeiner zum Beispiel direkt Kaffee trinken und das kostenlose WLAN nutzen. Man muss sich heute schon was einfallen lassen, um die Leute zu halten. Aber sah sehr, sehr gemütlich aus. Also ruhig auch mal hier in den Ort reinfahren. Da sind so die ein oder anderen schicken Häuschen, wenn man das mag, natürlich in den Gassen zu sehen. So wie hier zum Beispiel geht es jetzt eine Einbahnstraße über Kopfsteinpflaster hoch mit diesen klasse Fachwerkhäusern. Von der Hauptstraße aus hinter der Kirche ist das hier. So, und hier geht's rein Richtung Stiftskirche. Da scheint heute Markt zu sein. Ja, so wie auch hier, ganz viele verschlungene kleine Gassen. Macht echt Spaß, das hier ja, zu entdecken. Hier gibt es auch einen schönen Blick auf die Neuapostolische Kirche. Leider direkt an der Hauptstraße gelegen, deswegen ein bisschen lauter gerade. Aber die gibt es jetzt 150 Jahre hier in Bielefeld, laut dem Flyer, der da ist. Ich hätte es älter geschätzt. Ja, und jetzt bin ich auch wieder am See. Ich habe jetzt hier 28 Kilometer heute insgesamt gemacht. Werde jetzt langsam wieder Richtung Bulli fahren, da hinten bei der Brücke. Also hier das Umland ist auch sehr schön, aber man fährt viele Ecken ja doppelt und dreifach, sonst kommt man hier nicht auf die Kilometerzahl. Aber ich habe mir halt alles kreuz und quer angeschaut, auch so ein bisschen raus aus dem Ort. Da gab es nicht ganz viel zu sehen, deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt mit diesen Bildern. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.